vorstellen, das ist der Instant-Pot und das ist ein elektrischer Schnellkochtopf und ich nenne dir jetzt drei Gründe, warum du auch unbedingt so einen brauchst. Wir sind im Jahr 2017, gefühlt jeder hat ein Smartphone, aber auch jeder steht noch an seinem Herd rum und babysittet seinen Kochtopf, während der kocht. Das ist bescheuert. Mit dem Instant Pot kannst du alles machen, was du mit einem normalen Kochtopf auf dem Herd auch machst. Nur du brauchst nicht auf ihn aufzupassen, während er kocht. Du gibst einfach deine Sachen dort rein, programmierst ein, was er tun soll, was relativ einfach geht. Und dann machst du, was du willst und du kommst wieder, wann du willst. Und wenn du möchtest, ist dein Essen dann auch noch warm gehalten und fertig gekocht. Ohne dass du da irgendwie einen Gedanken dran verschwenden musst, was dein Essen gerade macht. Es kocht einfach, das, was es tun sollte. Meine Ernährung ist unglaublich vielfältig geworden, seitdem ich den Instant Pot habe. Normalerweise hat man ja gar keinen Bock, so im Alltag sich damit zu beschäftigen, lange am Herd zu stehen und die Sachen zu kochen und so. Das soll alles möglichst schnell gehen und bei mir ist das ganz genauso. Ich koche zwar super gerne, aber ich hasse es, da so viel Zeit rein zu investieren, wenn ich im Alltag einfach nur gesund essen möchte. Und aus dem Grund lassen wir Lebensmittel aus, die lange Kochzeiten haben, zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Getreide. Und Hülsenfrüchte zum Beispiel gibt es ja nur super wenige schon fertig gekocht in Dosen. So. Und die meisten Hülsenfrüchte brauchen einfach ewig auf dem Herd und das macht einfach keiner. Genau wie Getreide. Wer kocht denn ganzes Getreide? Wenn die Leute Getreide essen, dann essen die Brot oder Nudeln oder Pizza, was ja Brot ist, oder Kuchen. Aber ansonsten essen wir gar nicht das ganze Getreide in seiner ganzen Kornform. Warum nicht? Weil das einfach viel zu lange dauert. Aber da der Instant Pot halt ein Schnellkochtopf ist, verkürzen sich die Kochzeiten extrem. Und wie gesagt, du musst halt eh nicht dabei stehen, während das Zeugs kocht. Von daher isst man viel, 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 vielfältiger, wenn man eben einen Instant Pot hat. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, die Kochzeiten verkürzen sich extrem und dadurch werden natürlich auch viel mehr Vitamine erhalten, was sich richtig positiv auf den Geschmack auswirkt. Die Sachen, die man im Instant Pot kocht, die schmecken einfach dementsprechend viel, viel intensiver. Es sei denn, man programmiert eine viel zu lange Kochzeit ein, dann ist das genauso verkocht wie in einem normalen Kochtopf auch. Und was auch noch ein weiterer Vorteil ist, man braucht nicht mehr so viel Gewürze, weil auch da wirkt sich das darauf aus, dass sie halt irgendwie deutlich intensiver schmecken. Gerade bei Chilis muss man da so ein bisschen aufpassen, habe ich festgestellt. Also im normalen Kochtopf würde ich so für die Menge, die ich normalerweise koche, so 2 bis 3 getrocknete Chilis nehmen. Und wenn ich im Instant Pot eine nehme, dann ist das schon so, okay, scharf. Zum Instant Pot dazu kriegst du so ein kleines Rezeptheft, da stehen hinten die Kochzeiten und die Wasser-zu-Produkt-Verhältnismengen drin. Das ist ganz praktisch, weil da stehen die meisten Sachen drin, die man so braucht und wenn da mal nichts drin steht, dann kann man sich einfach im Internet mal kurz das googeln, so Schnellkochtopf, Kochzeit und das kannst du halt vom ganz normalen Schnellkochtopf 1:1 übertragen. Die Kochzeit einzuprogrammieren ist wirklich ein Kinderspiel. Du brauchst im Grunde genommen diese ganzen Knöpfe, die da dran sind, nicht, sondern einfach nur die manuelle Taste und das Plus und Minus und damit kannst du programmieren, so viel du willst. Und du hast auch noch einen Timer da dran, das heißt, du kannst auch noch einstellen, dass das Ding halt in einer bestimmten Zeit erst anfängt zu kochen. Und es gibt noch eine Joghurtfunktion und eine Slow-Cooker-Funktion. Also das Gerät kann sehr, 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 sehr viel, aber es ist wirklich extrem einfach zu bedienen. Ja, das kann sogar meine Mama. Jetzt ist natürlich noch die Frage, welchen Instant Pot solltest du dir zulegen? Es gibt einmal die alte Version, die ich noch hier habe. Die gibt es leider nur in 6 Liter. Es gibt einmal die neue Version, die gibt es in 6 Liter und in 8 Liter. Und die neue Version hat halt den Vorteil, wie gerade schon gesagt, dass sie eine Joghurtfunktion hat. Das heißt, du kannst da selber Sojajoghurt drin machen. Und was ich immer machen würde, ist das 8 Liter Gerät nehmen, weil einfach deutlich mehr reinpasst. Wie gesagt, der Hauptteil
Hauptgrund, warum ich den Instant Pot so gerne mag, ist, dass er einfach kocht und ich muss mich nicht drum kümmern. Und wenn halt noch mehr da drin ist, dann reicht das, was ich koche, halt einfach noch länger. Das heißt, ich muss noch weniger kochen. Deswegen würde ich immer zu dem 8 Liter tendieren, gerade wenn man viele Suppen und Eintöpfe und so macht. Aber man kann natürlich auch in dem 8 Liter weniger machen. Du musst ihn ja nicht komplett voll machen. Dieses Dünstgitter, was beim Instant Pot mitgeliefert wird, ist einfach nur gut geeignet, um da irgendwelche großen Stückchen drauf zu dünsten, zum Beispiel Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder ganze Möhren oder was auch immer. Wenn du feiner geschnittenes Gemüse dünsten möchtest, dann fällt dir das halt alles durch das Gitter. Deswegen habe ich mir so einen Dünsteinsatz gekauft, den kann ich auch gerne noch in der Infobox verlinken, sowie den Affiliate-Link zum Instant Pot. Okidoki, Leute, ich hoffe, du kaufst den Instant Pot, weil also einfacher geht gesunde Ernährung im Alltag nicht. Und nein, ich bin nicht gesponsert von der Instant Pot Firma. Das Einzige, was ich daran verdiene, ist das Geld über die Affiliate-Links. Aber ansonsten habe ich mir das Gerät selber gekauft und bin jeden Tag froh darum, dass ich es benutzen kann und bin immer so Dancing in the kitchen, yo! Weil ich weiß, so schnibbeln und dann ist gut. Dann kocht das und dann habe ich fertiges Essen. Und ja, genau. Okidoki, ich wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.